Also ich hätte echt nicht gedacht, dass es klappt, aber du kannst ja wirklich Kilometer zurückdrehen. Und zwar kannst du hier bei einem mechanischen Tacho einfach die Tachowelle hier... Ups. So, jetzt hier mit dem Fuß wie beim Gaspedal einfach hier Kilometer zurückdrehen. Spaß beiseite, im Prinzip wollten wir nur diesen Tacho prüfen. Das Ganze geht sowohl für mechanische Tachos mit Tachowelle als auch für elektrische Tachos, da braucht ihr dann aber ein Netzgerät. Wir wollten jetzt gucken, ob die Kilometeranzeige funktioniert und der Kilometerzähler sowie Tagesstandzähler. Dafür nehmt ihr am besten so eine... Dafür braucht ihr eine Bohrmaschine oder wie ihr es nennt, einen Akkuschrauber. Sucht euch den passenden Aufsatz raus, der hier in die Tachowelle reinpasst und probiert einmal kurz die Drehrichtung aus. Hier sehen wir jetzt, dass er zurückdreht. Also drehen wir andersrum und sehen auch direkt schon, dass alles funktioniert. Auch niedrige Geschwindigkeiten sollten eigentlich passen. Man kann bei so einem Tacho aber auch tatsächlich legal die Kilometer anpassen. Wenn man nämlich einen kaputten Tacho hat und den ersetzt, dann möchte man natürlich den gleichen Kilometerstand wieder anzeigen lassen. Dafür würde ich aber nicht empfehlen, rückwärts zu drehen. In dem Fall würde ich dann empfehlen, den Tacho zu zerlegen und den Kilometerstand so anzupassen. Das zeige ich euch in dem nächsten Reel, also macht das Plus weg und folgt fleißig für mehr.